Und zwar setze ich jetzt einfach mal so ein Ding hier hin und baue den jetzt einfach mal ab und ab. Cool. Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute am Tag nach Halloween und deswegen bin ich auch ein bisschen K.O. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich suche euch eine coole Modifikation raus. Und zwar ist es die Lucky Blocks Mod Blue. Und ja, einige von euch kennen eventuell die Lucky Blocks Mod an sich, die so gelbe Blöcke hinzufügt, die, wenn man die abbaut oder so, spawnen dann ganz komische, zufällige Dinge. Das hier ist eine Erweiterung davon, und zwar die Lucky Blocks Blue Modifikation. Und zwar seht ihr schon, der einzige Unterschied ist, dass die Sachen blau sind. Nein, es ist nämlich nicht. Das würdet ihr jetzt nämlich eventuell denken. Allerdings wurden extrem viele coole neue Sachen hinzugefügt. Bei der Lucky Blocks Mod in Gelb war es damals so, dass nur die und die Sachen spawnen konnten und nicht so eine große Auswahl. Und jetzt ist es so, die Teile sind blau. Man kann es verändern, man kann die selber anpassen. Es gibt ganz, ganz viele neue Sachen, die hinzugefügt werden. Wunschbrunnen, ganz, ganz viele neue Items, viele neue Tiere, die spawnen, viele neue Sachen und so weiter. Und ich könnte 10 Jahre noch weiter darüber reden. Jedenfalls habe ich hier erstmal so ein kleines Teil, hallo Goldblock, hier so ein kleines Dings aufgebaut. Und zwar sind hier erstmal die Crafting-Rezepte. Also wenn ihr euch wirklich fragt, hey, wofür brauche ich überhaupt Gold in Minecraft? Wenn ich mir eine Uhr craften will, kann ich auch einfach auf die Sonne gucken. Wenn ich mir Sachen, so Armor und so machen will, dann ist es eh nicht besser als Eisen oder irgendwas anderes. Deswegen, Gold liegt meistens immer nur in der Kiste rum. Deswegen nehmt euch einfach euer Gold, packt es so um einen Spender herum und ihr bekommt einen Lucky Block. Dann seht ihr schon, Luck gleich 0. Also ist ein neutraler Block. Das heißt, wenn man den setzt und abbaut, kann es sein, dass da etwas Gutes rauskommt für einen. Etwas Gutes. Dann kann es sein, dass da etwas Gutes für einen selbst rauskommt. Also beispielsweise 1000 Diamanten in deiner eigenen Welt. Aber es kann auch sein, dass einfach alles explodiert. Deswegen würde ich euch raten, eure Welt vorher zu backuppen, oder ihr macht das Ganze so, indem ihr den Lucky Block. Ihr nehmt den einfach, packt den in der Mitte, 2 Smaragde, 2 Diamanten und Goldbarren, und dann bekommt ihr einen Very Lucky Block. Der hat Luck plus 80, das heißt, da ist die Chance schon mal viel, viel höher, dass da irgendwas Cooles bei rauskommt. Oder ihr macht das Ganze so, nehmt den Lucky Block, packt ein fermentiertes Spinnenauge rein, 2 Spinnenaugen und einen Kugelfisch, und ihr bekommt einen Unlucky Block, welcher irgendwie, ja schon wie der Name sagt, genau das Gegenteil ist wie ein Luck Block. Ich hole mir jetzt noch eben von den Very Lucky Blocks so ein paar Stück und von den Lucky, Und jetzt gehe ich mal in den Game Mode 0, weil erstmal von meiner Höhe darunter. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum spannenden Teil. Und zwar setze ich jetzt einfach mal so ein Ding hier hin und baue den jetzt einfach mal ab und ab. Cool. Ach, Freunde, ich liebe diese Modifikation. Die fällt mir einfach nie in den Rücken. Es ist extrem cool, was die alles hinzufügt. Und ich sterbe einfach direkt von so einem kleinen, verdammten Pisser zum... Ah, wo bist du, kleiner Knips, hä? Hä? Komm her, wo bist du? Okay, der ist irgendwie abgehauen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier auf die andere Insel und machen das hier weiter. Game Mode 0. Wir nehmen einen Lucky Block, setzen ihn hin, bauen ihn ab und wir haben... Dein Spielmodus wurde geändert. Player in Distress flüstert dir zu. Listen to me, Concrafter. You are in a grave danger. You need to run. Now take this mushroom. It is your only hope. Der Pilz heißt Only Hope und er meint, ich bin in Gefahr und ich soll wegrennen. Okay, dann laufe ich mal. Wieso steht da überhaupt, dein Spielmodus wurde geändert? Ach, guck mal, ich wurde von Bob erschlagen. Der Typ hatte also einen Namen. Fick dich, Bob! Komm runter! Okay, ich weiß immer noch nicht, warum ich weglaufen soll, wenn ich mir diesen Pilz mal anschaue. Okay, der hat auch keine irgendwie besonderen Features oder so. Oder explodiert dahin jetzt irgendwas? Nee, also keine Ahnung. Vielleicht wollen die mich auch einfach nur verarschen, Mann. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eben hier hoch und setze hier nochmal einen ganz normalen Lucky Block. Baue ihn ab und... Oh mein Gott, verdammte Kacke. Was hab ich? Oh, Schusssicher 3, Haltbarkeit 2, Bann 4, Dornen 1, Federfall 3, Schusssicher 1, Schutz 3, Schärfe 2, Köder 1. Ich würde sagen, das war echt ein Lucky Block. Und das meine ich nämlich ganz genau. Und zwar, wenn ihr dann einfach ein paar Gold-Nuggets übrig habt, mehr oder weniger, und ihr denkt euch so, wofür würde ich die denn jetzt sonst ausgeben, außer für irgendeine Uhr oder so eine Kacke, macht es lieber in so einen Lucky Block Mod. Das kann natürlich sein, dass ihr dabei verreckt durch so einen kleinen Zombie. Es kann aber auch sein, dass ihr jetzt wie hier so einfach 10 Milliarden, okay, es sind 9 enchantete Bücher bekommt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal beispielsweise einen Very Lucky Block, setzen ihn hin und wir bekommen einen... Alter, wir bekommen hier einfach eine Diamantaxt mit Schärfe 3, Bann 4, Nemesis der Gliederfüße 3, Rückstoß 1, Plünderung 1, Haltbarkeit 2 und plus 9,75 Angriffsschaden hat die. Hallo Schaf, tschüss Schaf, hallo Schaf, tschüss Schaf. Hallo Schafe. Naja, jedenfalls war das der Very Lucky Block. Also ihr seht schon, da müsst ihr zwar auch ein bisschen mehr investieren, wie beispielsweise noch 2 Diamanten reinpacken und 2 Emeralds und ein Gold. Aber ihr seht schon, das, was hier rausgekommen ist, ist es auf jeden Fall wert. Wir nehmen jetzt aber einfach mal einen Unlucky Block. Und hey, guck, also ein Unlucky Block muss nicht unbedingt sein, dass der
gar keinen, dass der nur Scheiße liefert. Es kann natürlich auch sein, dass ein Unlucky Block einfach euch auch gute Sachen gibt. Nur das Glück dabei ist bei minus 80. Das heißt circa so 10% Glück. Bei einem normalen Lucky Block ist das so 90% Glück. Und bei einem normalen, ganz normalen Lucky Block ist es halt 50% Glück. Also relativ neutral. Und hier haben wir jetzt einfach mal eine komplette Goldrüstung und eine goldene Pferderüstung rausbekommen. Also kann man auf jeden Fall nicht als unglücklich bezeichnen. Dann nehmen wir hier jetzt einfach mal noch einen Unlucky Block. Ich setze ihn mal dahin. Enderslut. Alter, Enderschlampen. Verpisst euch, ihr Enderschlampen. Junge, überall sind die. Mann, verpisst euch. Ne? Okay, wir machen jetzt mal ganz normal weiter mit einem Lucky Block. Bauen ihn ab. Hey, wahrscheinlich. Schon wieder richtig geile Sachen am Start. Also bisher war echt alles richtig geil, außer dieser Kack-Zombie-Boss. Fick dich, Boss. Komm runter. Okay, wir setzen jetzt mal so zwei nebeneinander. Okay, jetzt seht ihr, das Glück ist auch nicht mein ganzes Leben lang auf meiner Seite, ey. Alter, fuck, Mann. Da kommen einfach so 10.000 Jahre tote Spinnen. Okay, hier bin ich gerade gestorben. Die Spinnen sind aber irgendwie weg, aber meine ganzen Items liegen auf jeden Fall noch hier. Alter, wie krank war das denn bitte mit diesen 1.000 Spinnen? Ich setze mal einfach noch einen Lucky Block hier hin. Oh, ich muss, das ist nämlich so die Sache. Man muss dabei in Game Mode 0 gehen und dann kann ich die jetzt hier noch abbauen. Und wenn ihr wisst, oder wenn ihr einen Block hinsetzt und ihr wolltet den eigentlich gar nicht hinsetzen, könnt ihr den nur mit einer Silk Touch Spitzhacke abbauen. Das ist ganz komisch. Okay, hier war jetzt einfach ein Stein drin. Da steht Break Me, okay. Ah! Junge, dieser Blockmod, der will mich doch veräppeln, Alter. Hier seid ihr Hesse. Fickt euch. Ihr kommt nie an mich. Nö, verdammt. Ich hab einfach ein Schwert direkt. Aber meine Axt liegt da hinten. Nein, Axt, komm zu mir hin. Wenn ich jetzt Tor wäre, könnte ich so machen und die Axt wäre bei mir, aber ist bin ich nicht. Okay, wir machen mal noch einen Lucky Blockmod, würde ich sagen, für diese Folge. Oh, Pfeil und Bogen. Das ist gut, 22. Okay, wir machen noch einen und da haben wir... Oh, ich habe ihn getroffen. Alter! Der ist einfach so ein riesiger Gas und auf dem Gas sitzt einfach so ein riesen Zombie, Mann. Was ist das denn für eine Kacke? Alter, meine ganze Welt brennt ab wegen dieser scheiß Blocky Block Block Block. Hallo? Ja. Oh. Ey, Tatsache, ich habe ihn getötet. Lucky Block Mode, du musst mich retten vor den ganzen anderen hier. Nein! Nein! Verdammt, 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 verdammt. Er brennt, er brennt, er brennt. Alter, ich glaube, ich schaff's ohne Items den Typen zu besiegen. Noch ein Lucky Block Mode, schnell, hilf mir. Nein, wieder Spinnen. Verdammt! Freunde, ihr wisst, glaube ich, was ich euch mit dieser Modifikation zeigen wollte. Es ist quasi die Lucky Blocks Mod, nur in geupdatet und viel, viel geiler mit ganz, ganz vielen neuen Items. Wenn ihr Bock auf diese Modifikation habt, also das, was ich euch jetzt gezeigt habe, waren ca. 2% aller Sachen, die hinzugefügt werden mit so Lucky Block Mods. Und wenn ihr da Bock drauf habt, der Download-Link unten ist der in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr das Video gerade seht, bin ich gar nicht zu Hause, weil ich schon wieder auf Achse bin in Deutschland. Aber naja, das interessiert euch gar nicht. Also tschüss!